Damit willkommen zu einer weiteren Folge Direwolf 20. So, aus einem kleinen Aufnahmefehler mit meinem Programm hat's die zwei Folgen, die ich eigentlich heute früh aufgenommen habe, bloß teilweise aufgenommen. Musste ich da löschen, konnte ich euch nicht anbieten. Aber ich kann es aber kurz zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe ja das hier, ein Schlachthaus gebaut. Dann schon mal hier ein bisschen verlinkt. Und ja, man merkt es mal am 24.12., wo ich aufnehme. Und da tue ich jetzt gerade hier ein bisschen ummodeln, dass wir dann da hier den Liquid-Router reinmachen können. So, da wollte ich eigentlich gerade was reintun, aber geht ja nicht. So, da tue ich mal hier vorne in die Kiste die Liquid-Router rein, weil ich möchte nämlich heute ein ME-System bauen. So, dass wir wenigstens schon mal ein bisschen was haben. Dass wir das ME-System. Ist noch kein großes System, ich bin bloß ein Crafting-Monitor. Ein Controller, ein Ender-Furnace, also so ein Ender-Generator machen, so die zwei Netze. Ich muss mich erstmal hier da komplett auspowern hier. Raus, 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 raus. Das auch erstmal raus, einmal raus. Weil dann können wir nämlich erstmal. Muss man schon richtig schreiben. Applied E. Wir wollten. So, den brauchen wir nicht, wir brauchen einen E-Controller. Dafür brauchen wir das. Nether Quartz, Redstone. Haben wir ja Gott sei Dank ein bisschen was. Habe ich das gerade alles hier rausgepfeffert? Ne, das habe ich in der Truhe. Aber Nether Quartz habe ich auf jeden Fall da. Was müsste ich hier haben? Ja, haben wir hier. Und da. Da können wir gleich mal ein bisschen was durchpulverisen lassen. Configs ist eingestellt. Wunderbar. Und sagen wir mal so 18 Stück. Da kriegen wir ja den Netherquarz, das und daraus kommt Silikon. Wenn ich mich jetzt nicht ganz unter Gar täusche. Ja, gut, den brauchen wir nämlich dann auch noch. Aber jetzt müssen wir Zertusquarz holen. Und Zertusquarz Dust. Weil wir müssen dann noch ein paar ME-Kabels machen. Und ich versuche das so schnell wie möglich heute hier jetzt zu machen, dass ich das in die Folge reinpacke. So, haben wir ja Gott sei Dank genug Zertusquarz, Dust und Zertusquarz. Genug sieht anders aus. Tot. Und ein Eisen bekommen. Wunderbar. Rotflash Eisen und ein paar Levels. Levels schaden nie. So, dass wir wenigstens erstmal ein bisschen ein paar Kisten hier wegkriegen. Dass wir uns das ME-System hier im Crafting. Das hier rein und dass man dann. Nee. Na doch, eigentlich ist das, wäre das eine gute Idee. Dass man hier das reinkriegen. Reinpickern. Deshalb bloß auch mal hier ein kleines. Ganz kleines System ist. Dass man das von hier hinten bepowern tun. Kann man ja dann so ein Cover drauf machen oder so. Keine Ahnung. Aber jetzt müssen wir erst einmal einen ME-Controller machen und dafür brauchen wir das. Und das müssen wir halt. Haben wir alles da vorne in der Kiste. Zumindest noch hier ein Redstone. Falsches. Haben wir hier. So, dafür brauchen wir. Falsch. Vier Kristalle. Also 4 von jedem, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und nochmal 4. So, da haben wir erstmal das. Dann brauchen wir 4 Eisen. Und dafür brauchen wir einen Diamant. Die. Da brauchen wir Sticks. Holz haben wir hier. Diamanten haben wir hier. Brauchen wir erstmal bloß einen. Wir wollen es uns ja nicht gleich übertreiben. Was braucht man für die Hacke? Konnte man die mit Netherquarz machen, weil Netherquarz habe ich eher mehr. Eigentlich nicht, aber egal. Okay, Sticks hat man gleich mal noch anfertigen können. Gut, Gott sei Dank brauchen sie sich nicht so schnell auf. Zack, zack. So, und dafür brauchen wir jetzt das Silikon, was wir hindurch gebraten haben. Die 18 Stück. Wunderbar. Und
Nein, fällt doch das weite Laufen, weil da können wir dann nämlich so viel wie möglich da hinten rein. Da brauchen wir nämlich dann noch einen ME-Drive, aber erstmal machen wir den Controller. So. Das. 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 Zack, zack. So. Kann man das durchbrennen. So, was braucht man? Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Habe ich bestimmt wieder hinten. Nee, ja. Gut, wunderbar. So. Da können wir nämlich jetzt einen ME-Controller machen. Wunderbar. So. ME-Drive. Da brauchen wir eine Chest. Aber jetzt, ja, brauchen wir erstmal einen Drive. Ja, da brauchen wir da. Zwei davon habe ich Gold jetzt hier gleich. Nehmen wir liegen? Ja, natürlich. Gut. Zack, zack. Zack, zack. Dup, dup. Dup, dup. Schneller, schneller, schneller hier. Sind auf der Flucht. Rein, durchbrennen. Brauchen wir noch eine Chest. Dann brauchten wir die... Ne, braucht man bloß Glas. Und Glas habe ich... Habe ich sie reingetan? Ja. Den haben wir schon mal. Wir brauchen noch einen zweiten. Komm, nom, 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 nom. Wunderbar. So, das könnte man eigentlich hoffentlich so. Ja. Und da haben wir auch schon den ME-Drive. So, und jetzt brauchen wir noch einen Crafting-Monitor. Und da brauchen wir den. Und da brauchen wir ME-Kabel. Und da brauchen wir das. Da brauchen wir halt die zwei das. Und dann muss ich da doch mal ein bisschen durchbrennen lassen. Oh, oh, oh. Oh, das war knapp. Stand auf jeden Fall so ein Teil neben uns. So, aber dann müssen wir die Config umändern. Config. So, und dann können wir mal die 36 durchpulverisen lassen. Wir brauchen erstmal etwas. Ein paar ME-Kabel. Na komm, 6 möchte ich mindestens haben. Gut. Derzeit können die noch durch Dingsbumsen hier. Oh, lauf, lauf, lauf. Dann sparen wir uns endlich um das Laufen. So. Und da haben wir 12. Und jetzt brauchen wir eh nochmal. Noch so einen. Ah, das ging wieder nicht so. Dings, aber ist egal. Kriegen wir alles jetzt noch schnell hin. So. Den durchbrennen. Wir brauchen jetzt erstmal ME-Kabel. Nein. So, dann haben wir gleich mal 12 Kabel. Ja, hätten wir nicht machen brauchen dürfen. Wir brauchen nämlich auch noch ein bisschen Dust. Aber haben sie ja hier, Gott sei Dank. Durchmesserieren lassen. Durch Pulverizen, nicht messerieren, Pulverizen. Boah. So, da ist das auch fertig. So, das. Machen wir nicht gleich alles. So. Wunderbar, so. Kriegen wir das jetzt? Ja. Jetzt müssen wir gucken. Dafür brauchen wir das. Und da brauchen wir doch einen goldenen. Ha, ha, ha. Ist ganz schön viel Handarbeit hier. Ganz schön viel. Naja, aber wenn wir dann den Crafting, das ME-System haben, geht das dann schon etwas schneller. Und dann machen wir uns gleich mal eine 4000er Storage Cell. Also die hier. Was braucht man dafür? Das. Okay, da werden wir noch ein bisschen was brauchen müssen. So, raus. So. So. Aber da brauchen wir wenigstens keine Diamanten. Ist mir gerade mal so aufgefallen. So, und dafür haben wir ja die Crafting Table gebraucht, die wir noch nicht gemacht haben. So, aber jetzt müsste es gehen. Ja. Gut, da haben wir erstmal schon die wichtigsten Sachen. Bis auf unseren Endergenerator,
den wir uns jetzt noch schnell machen. Spielbar gucken, aber auch richtig gemacht wird. Mal ein Kopf. Ja, Eisenblock, Furnace, Redstone. Und dafür brauchen wir noch die Blaze Powder. Und da haben wir auch welche dort in der Kiste. Ah, landen. Und dann können wir die ganzen Erze, also zumindest die fertigen Erze, schon mal ins ME-System tun. Das, das, langsam, langsam, das noch XP, wunderbar. Brauchen jedes XP für unseren Tinkers Construct Raum. und gelandet. Wunderbar. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall, komm, machen wir so. Zwei davon. So. Eisenblock, Cobblestones haben wir auch noch, da kann man zum Furnace, so, zack, 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 hoffentlich brauchen wir nicht noch mehr Redstone, sonst muss ich wirklich noch was holen. So, da haben wir jetzt den Endergenerator und in der Zeit haben wir nichts weiter und es wird gerade Nacht, also können wir es erstmal grob aufbauen. So. Hier wollte ich gern den Crafting Terminal. Und dann müsste ich doch nochmal hier ein Loch, größeres Loch reinmachen als geplant. Wunderbar. Weil dann kann man nämlich das so und dann sieht man es nämlich andersrum. So, den ME Controller. Hier hin. Dann kann man das nämlich mit dem ME Kabel hier verbinden. Und hier können wir dann den Endergenerator rein. Und da brauche ich dann noch Hardened-Kabel. Die habe ich ja auch noch draußen. So. Aber jetzt gehen wir mal fix pennen. Da. Jetzt muss ich wirklich noch bunte Spuren auf dem Boden machen, wo es hingeht. Am besten. So, wo habe ich die Hardened-Kabel hingepfeffert? Ha, meine Ordnung. Deswegen will ich auch das ME-System haben. Da haben wir sie doch schon. Also werde ich bestimmt mal noch ein Zelt irgendwie dazwischen schalten. Okay, müsste man sich noch hier mindestens mal sowas wegmachen. Gut. Und jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir zählen. Wir wollen mindestens eine 4000er Storage machen. Da brauchen wir nochmal Applied Energistic. So. Die hier. Da brauchen wir ein Storage Segment. Und kriegen wir aus 1, 4. Wir brauchen 4 davon. 1, 2, 3, 4. Ah, passt genau. 4 und unsere Quarzhake durchbrennen lassen. Dauert mal wieder ein paar Sekündchen. Derzeit können wir mal hier kurz gucken, ob noch was rumläuft. Rumläuft, fleucht. Nee, ja nicht. Das ist bloß das. Das und dann gucken wir noch mal, ob wir hier noch einen Mobspawner. Sneaken. Nee. Was ist das? Ist das Prypiat? Ja, das ist das Erz. Gut. Da landet auch endlich mal was in die. Ganz die eine Kiste, was wir dann eh alles später komplett ins ME-System leiten können. Ach, ist schön. Ein Saphir. Wunderbar. Hier immer mehr Kohle, Kupfer und Eisen. Sehr viel Eisen und noch Kupfer. Wunderbar. Läuft. Also können wir doch demnächst dann mit aktiv mit Industrial Craft anfangen. Kurz komplett zu. Durchgebrannt. So, jetzt brauchen wir von der das, dann brauchen wir die. Was? Ah, ne, ich sag jetzt nicht, Redstone fehlt wirklich. Ja, es fehlt Redstone. Also müssen wir nochmal fix runter. Mach ich mal ganz kurz. Auf Peaceful, weil so overpowered sind wir noch nicht. Dann werde ich die Folge mal ein bisschen länger machen.
Ah, jetzt kommt Sound. Jetzt kommt Sound. So, suchen wir mal doch weiter Redstone. Dann mach das ME, also zumindest die 4000er Storage, die 4K Storage noch fertig. Und dann werde ich die Folge beenden, rendern und für morgen gleich hochladen. Also von mir aus gesehen morgen. Nicht in die Lava, nicht in die Lava, nicht in die Lava. Ha, Redstone. Gut. Ja, Höhlensound. So. Und jetzt wieder. Hier rüber. Und hoch. Eigentlich nicht so hoch, aber können wir sogar hier. Müsste. Oder? Haben wir uns jetzt verflogen? Ich glaube ja, wir sind ein bisschen zu weit. Wir müssen, glaube ich, da lang. Ja, hier haben wir's. Nicht so rumlenken, bitte. Hier lang. Hoch. Da ist der Ausgang. Und Jetpack, Gott sei Dank, hat schon gerade das Jetpack geht alle. War aber Gott sei Dank nicht so. So, da können wir jetzt auch die Schwierigkeit wieder hoch machen. Weil hier unten gehe ich eigentlich ungern so, bloß mit einer Eisenhelm, Leggings und Schuhe runter. So, Schwert mal in der Hand. Es könnte ja jetzt was bei uns drinnen gespawnt sein. Wie das Ende mal ein Creeper. Nicht so schön. So, jetzt haben wir erstmal etwas Redstone. Da können wir unsere 4000er Storage machen. 1, 2, 3. So. Die. Zack. Und jetzt. So. Wunderbar, da haben wir jetzt schon mal eine 4000er Storage drin, die wir bloß so anwählen brauchen. Rein. Und jetzt können wir die Enderperlen rein, weil jetzt läuft gleich unser System. Tada! Jetzt können wir nämlich erstmal hier das rein, was wir großteils jetzt brauchen werden. Glas. Ja, muss man mit Escape raus. Normalerweise sieht man, müsste man eigentlich sehen, wie viel da drinne verbraucht ist. Oder ob hier Platz noch drin ist. Und dann können wir jetzt mal hier das ganze Kupfer rüber räumen. Und mal wieder was essen. Bevor wir vom Fleisch fallen. Und das haben wir schon mal das ME-System geschafft. Zumindest improvisiert. Ohne Computerkern. Bloß erstmal mit dem Laufwerk. Und schon 859 Kupfer. Naja, gut, werden wir eh noch tonnenweise brauchen. Aber das sag ich erstmal so. Trotz meines kleinen Fauxpas mit der ersten zwei Aufnahmefolgen. Danke fürs Zuschauen und dann sieht man sich bei der nächsten Folge wieder. Tschüssi!